Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Aion. Hi! So, wir werden mal nicht mit dem Äthertransporter, sondern mit dem Teleporter wieder Richtung Saphon fliegen. Achso, ja genau, stimmt. Das ist ja erstmal noch ganz normal. Ja, da kann man jetzt gleich nochmal die Rollen kaufen. Kaufen wir uns gleich mal 10 Stück oder sowas in die Richtung. Da kommen wir dann erstmal auf jeden Fall ein paar, ja, mehrere Wochen, wie jetzt in unserem Aufnahmerhythmus auf jeden Fall hin. Das ist okay. Ja, ich muss ja auf dich warten. Kennst du dich ja hier nicht aus? Hey. Ja, genau so ist es. Also jetzt, wie gesagt, ein bisschen getrennt. Also wie gesagt, das ist ja hier so der Marktplatz, das zentrale Geschehen. Und hier ein bisschen mehr abseits ist dann halt, so das Lager mit dem Handelsagenten. Und also zumindest hier jetzt in dieser Stadt. Die Geschäftszone ist aber, halt. Ja, genau. Ja, gut, kann man so sagen, ja. Stand ja auch da, muss ja, ja so genau. Stimmen. So, hier haben wir den Gemischtwarenhändler. Der hat dann Hallo. Halt... Ja, die rollen halt ganz einfach, ne? Kann man so sagen. So, dann haben wir, gucken wir mal, Schriftrolle. Ne, natürlich. Leuchtet mich so an. Will ich auch mal haben. So, Schriftrollen, klar. Wie viele nehmen wir mit? Ja, 10 halt. Ne? Das reicht erstmal, weil die sind ein bisschen teurer. Das sind 200.000 sind das. Ne? Also, normal verkostet, glaube ich. Was ist eine integrierte Rückwärtsschriftrolle? Glaube ich, da kannst du dann irgendeinen Bindepunkt deiner Wahl. Steht ja dort. Ich weiß, hab's aber noch nie probiert, muss ich sagen. Ach so. Nö, wäre eine Option, gerade wenn man wirklich tägliche Quests hat, dass man da einen Bindepunkt hinsetzt, dann braucht man nicht hinlaufen. Ja, aber guck mal auf den Preis, das ist schon ganz schön viel, muss man sagen. Ja, okay, hast recht. Ja, das ist definitiv zu viel. Ja, da kann man dann halt, natürlich, klar. Natürlich, aber das lohnt sich meiner Meinung nach nicht ganz so. Da kann man lieber, na gut, man muss schon sagen, es ist halt auch... Das ist leider ein kleiner negativer Aspektpunkt im Anion, dass halt viele, viele Laufwege halt sind und viel zu laufen und viel zu reisen und meistens hat man dann, ich mag es eigentlich auch lieber, wenn man halt einfach so irgendwie so durch den Teleporter springt und dann ist man halt auch an der Stelle halt wieder. Aber hier hast du es halt zum Beispiel halt teilweise so, dass du halt erstmal hinfliegen musst, benutzt das jetzt das Ding hier und fliege ich dann zur versiegelten Stätte des Westens. Jetzt haben wir jetzt hier 2 Minuten 16 der Folge jetzt aktuell und ja, jetzt fliegt man hin und das dauert halt auch erstmal eine halbe Minute, wo du dir halt, naja, gut. Also ich sag mal so, ich habe nichts gegen Teleporter oder Reisen oder Animationen, alles kein Problem, das hat man ja auch in vielen Spielen. Was bei Aion halt der Fall ist, ist halt wirklich, dass du halt nie an einem selben Ort bleibst. Ich meine, man kann es ja mit Star Wars vergleichen, da hast du auch deine Reiseanimation, außer bei den Planeten halt, gut, das ist nicht so grafisch hervorragend gemacht oder so extrem drauf geachtet, dafür hast du halt andere Animationen, aber du reist halt auch viel hin und her, aber du bleibst erstmal in einem Gebiet, wir arbeiten nach und nach alles ab und hier, einfach weil du es nicht musst, gehst du in das eine Gebiet, gehst gleich ins nächste, auch gerade bei den täglichen Quests, die stehen halt nicht beieinander, sondern sind halt sehr weit verstreut. Das heißt, du so, war das meinst du, ja. Ist mir bei Iron eigentlich von Anfang an aufgefallen, du rennst mehr, als dass du levelst oder Mobs haust. Das stimmt allerdings. Also wir sind ja jetzt, also das war jetzt einfach für diese kurze Zeit eigentlich im Grunde genommen einfach mal eine Minute Flugzeit halt, muss man so sagen. Ne? Das ist halt eine Minute, die halt, naja gut, wo du halt einfach davor sitzt, halt im Grunde genommen nichts machst. Also ist sehr, 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 sehr schwierig halt. Jo. Aber naja, was soll's. Ja, wie gesagt, das ist ja, wie gesagt, es wäre ja auch schlimm. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht haben sie, ich glaube, die Tendenz ging sogar, glaube ich, zurück, dass man, wie gesagt, ich glaube, man hat das, glaube ich, dann auch in den späteren Gebieten dann halt auf jeden Fall dann noch gemacht. Wir werden auf jeden Fall ja dann später auch noch in die, also jetzt in 3 oder 4 Leveln sind wir dann wirklich schon im richtigen, aktuellen Endlich. Oh, ja, muss ich sogar husten. Endhusten. Dann sind wir dann wirklich so im richtigen Endcontent-Bereich. Und da wirst du dann halt auch nochmal wirklich gut. Jetzt siehst du halt vielleicht wirklich, naja gut, man hat einiges umgepatcht, man hat einiges gemacht. Es sind wirklich extrem viele Patch-Notes halt wirklich, die auf dieses Spiel halt Einfluss nehmen. Das muss man halt auch wirklich nochmal dazu sagen. Die Entwickler machen sich da wirklich schon Gedanken dazu. Kann natürlich nicht alles dann auch am Ende gut werden. Man als Spieler selbst hat man natürlich immer noch ein anderes Gefühl vom Spiel, wie jetzt zum Beispiel halt irgendwelche Entwickler halt zum Beispiel, ne, die jetzt meinetwegen nur das Spiel entwickeln. Guck mal, ein Spieler. Da ist ein Spieler, Tatsache. Könnte aber auch vielleicht ein Bot sein. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich weiß es nicht, mir egal.
Aber es war jemand, den du gesehen hast. Das hey. Stimmt allerdings, ja. Ja, aber ja, erzähl mal weiter, ich habe dich unterbrochen. Ja. Wo war ich da eigentlich stehen geblieben damit gerade? Ah ja, die, genau, die Entwickler, genau. Und da wirst du dann halt auch nochmal sehen, dass die Gegenden teilweise sehr schön ausgestaltet sind, auf jeden Fall. Wirst auch sehen, dass man ja schon seine täglichen Regelmäßigkeiten halt oder dass man dann halt seine Regelmäßigkeiten hat. Es gibt dann, ja gut, es gibt aber auch da muss man sagen, gibt es halt wieder mehrere zentrale Punkte, mehrere Punkte. Es gibt jetzt nicht so, wie es jetzt vielleicht von anderen Spielen bekannt ist, einen zentralen Marktplatz oder sowas in die Richtung, weil halt auch viel über den Handelsagenten halt da läuft. Und ja, gibt halt mehrere zentrale Punkte, wo du halt auf Spieler dann halt treffen wirst. Und ja, man wird dann halt auf jeden Fall auf Spieler treffen. Ja, genau. Also quasi größere Städte oder Städteansammlung. Es muss jetzt nicht so wie sein wie in Fiesta, wo du nur durch Lecken, teilweise durch Uruga oder durch die Städte halt allgemein durchkommst, weil einfach zu viele Leute da drin sind. Was heißt Lecken? Also durch halt weniger. Also man merkt schon deutlich an der FPS-Rate, wie ja, ich habe das auch. Ich habe das auch teilweise in Dragon Nest selbst habe ich das auch. Da gibt es halt auch in der einen zentralen Stadt gibt es halt einen Punkt, wo halt alles zusammenkommt. Also jetzt Lager, Handelsagent und Verkaufszeugs und keine Ahnung. Da stehen halt auch geschätzte 20, 30, 40, 50 Spieler und auch mein PC schafft das sogar bei dieser in Anführungsstrichen Comic-Grafik. Sozusagen nicht ja das vernünftig das rüberzubringen. Problem, ja, das Problem ist halt einfach das Problem ist einfach die Übermittlung der Daten halt, ne? Ganz genau. Weil letzten Endes, du reist jetzt per Rolle, nehme ich an. Ja, das war jetzt eine Rolle, genau. Okay. Genau. Weil letzten Endes ist ja wirklich so, wenn du die Daten klar, für die Mobs, die sind vorgefertigt, die sind auf deinem Rechner. Aber für alle Daten, ich meine, dafür ist es ja ein individueller Charakter. Das heißt, du musst sämtliche Daten des Spielers, der da ist, übermitteln. Von der Stärke bis zum Aussehen, welches Equipment der anhat, über dieses und jenes. Und wenn da 1000 Spieler stehen, dann dauert das mal eine Weile. Bei den Mobs ist es halt so, da gibt es, was weiß ich, vielleicht 2-3 Levelstufen vielleicht, die da sagst du, okay, das ist der Mob. Und da kann das Spiel direkt nachschauen und sagen, ach ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Und ja, wie gesagt, bei Spielern muss er sich halt das alles immer ein bisschen zusammenrödeln. Nennt mal so, vorsichtig. Jo, auf jeden Fall. Du bist drin abgeben oder? Ja, genau, ne? Genau. Ja, okay. Genau. Ist dialogisch. Und wie gesagt, letzten Endes, das erzeugt halt die höchsten Lecks. Je mehr Spieler, desto mehr Lecks. Hier oben muss er abgeben, weil, ne? Weil eben, wie gesagt, mehr Daten und natürlich wird auch der Rechner mehr berechnen, also es liegt jetzt nicht nur an der Internetverbindung, die hat ja schon eine relativ gute, aber auch der Rechner muss mehr berechnen und manchmal kommt halt auch das Spiel selber oder der Server selber dort nicht ganz hinterher. Blub. Okay. Auge in Auge. Dann hätten wir die abgegeben. Ja. Und wo stehst du? Ich schau mir gerade was an. Ach so, dann schau mal. Rüstungsvogt. Hallo, Vogt. Ich will mir nämlich mal ganz kurz mal einen Vergleich wagen mit der Quest, die wir halt sozusagen bekommen haben, ja, um das Equipment mal kurz zu vergleichen. Und ich sehe, da muss ich ja wirklich so sagen, also wenn man jetzt... Dass diese hier schlechter sind? Oder, warte mal. Also, hier muss ich natürlich auch auf Schuhe gehen. Wenn ich jetzt wirklich nur auf die Schuhe gehe und ein wichtiger Wert ist eigentlich da die Verteidigung. Man kann das auf jeden Fall an der Verteidigung schon aus... Oh, diese Schuhe, die sind schon ganz schön stark, muss man wirklich sagen. Wenn der Rest auch noch so stark ist, das ist wirklich krass. Gut, man kann jetzt, wir können jetzt... Die uns der Zuschauer empfohlen. Genau, richtig, genau. Dessen Namen du nicht weißt mehr. Oh, ja, gerade noch nicht, nö. Ja, also ich würde jetzt sagen, ey, was ist das denn? 79? Wieso 79? Wollen wir mal gucken. Ja. Also ich würde jetzt sogar fast sagen, dass dieses Equipment sogar fast besser ist. Also, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Weil du hast, man kann ja wirklich mal, ich müsste das wirklich mal, es gibt halt so eine extra Seite dafür, wo man das halt eingeben kann.
die und dann halt rausfiltern kann, was dein Charakter für vier Stats dann hat. Aber wenn ich mir jetzt einfach nur mal wirklich die wichtigen Daten herauspicke, ne? Physische Verteidigung, ne? Ist jetzt bei dem, bei unserem Quest-Item bei 124. Und bei diesen Karun-Schuhen auf Level 60 ist die physische Verteidigung bei 131. Das heißt gerade mal 7 mehr. Das ist nicht allzu viel, weil man, wenn man jetzt ein bisschen weiter scrollt hier, dann, wenn man jetzt hier, das ist ja ein Set. Man bekommt noch einen Set-Bonus drauf auf diese, bei dieser Quest. Und da ist nochmal physische Verteidigung im Wert von 40 auf jeden Fall drauf. Das heißt, man bekommt ja pro Rüstungsteil nochmal zusätzlich 7 physische Verteidigung mehr. Das heißt, es ist eigentlich relativ gleich. Und sofern der Aufwand, also bei Karun muss man auf, hat man auf jeden Fall schon einen höheren Aufwand dabei. Also wir haben jetzt, innerhalb dieser zwei Folgen, gut, ich habe jetzt natürlich auch viel gequatscht jetzt hier oder jetzt auch noch verglichen ein Stück weit, haben wir jetzt 150 habe ich jetzt bekommen und wir brauchen für die Schuhe brauchen wir alleine 450, ne? Das heißt, wir bräuchten an sich, gut, wir haben jetzt gleich noch ein Tier Maranda, haben wir gleich auf jeden Fall noch die Möglichkeit, das Equipment dort zu holen. Ja, ich würde aber sagen, das Equipment ist teilweise da wirklich schon sogar fast besser. Ich werde mir das nochmal informieren, mich da wirklich nochmal genau nochmal reinlesen und dann würde ich sogar fast sagen, dass man diese Karun-Questen wirklich vielleicht nur beiläufig machen halt, ja, auf jeden Fall. Mal nebenbei mit. So. Ich habe da kein Problem mit. Letzten Endes, also wenn das andere Equip mindestens gleichwertig ist und relativ man gleichwertig, alles zusammenbekommt, dann, und das dann halt sehe ich da. Geht, das genau. Ist ja gut, auf jeden Fall. Ne? Ja, Nachteil auch, ist auf jeden Fall, also grundsätzlich, also ist auf, muss man sagen, ist, dass manche Rüstungsteile, also wir gehen jetzt erstmal nach Tiamaranda, dass wir hier mal noch ein bisschen weiterkommen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auf manchen Rüstungsteilen spezifische Werte drauf sind. Das heißt, du hast zum Beispiel auf Schuhen hast du zum Beispiel noch Geschwindigkeit drauf. Du hast auf so auf dem Armbrust, ne, Armbrust, auf diesem Armteil hast du zum Beispiel den spezifischen Wert drauf von Angriffs- oder Wirkgeschwindigkeit, je nachdem, was du für eine Klasse hast. Was hat man noch? Ich glaube, das war's eigentlich. Gut, Hemd hat, glaube ich, noch relativ viel TP, das kann man noch so auf jeden Fall sagen. Das sind so die, in Anführungsstrichen, spezifischen Werte halt. Und hier ist es halt so, dass der, wie soll man sagen, bei diesem Set, was uns da sozusagen empfohlen wurde, ist es so, dass die Schuhe zwar keine Geschwindigkeit haben, dass allerdings halt die Geschwindigkeit dann kommt, wenn du den Set-Effekt hast. Ne? Mhm. Und wir werden es mal schauen, gucken wir mal. Haben wir jetzt hier, hast du hier noch eine Quest gehabt? Waren hier Questen irgendwie? Hier sind, also so jetzt auf die Schnelle erstmal nichts anzunehmen, es sei denn, du meinst auf der Karte, nö. Nee, hier ist nichts, ah, okay, dann ist das hier alles 58, das ist natürlich ein bisschen doof. Jo. Dann kommen wir aber auch nicht, ja, dann müssen wir wirklich halt nochmal zurück nach Ingison. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verspekuliert, ich dachte, hier drin wären auf jeden Fall noch ein paar Karten gewesen, das wäre hier Auge von Tiamaranda, das wären hier ein paar PvP-Sachen. Wobei, solange läuft die Folge nicht, warte mal. Dann wir sind bei 13 Minuten. Warte mal, lass uns hier nochmal ein bisschen rumkloppen. Wir können ja hier noch ein bisschen rumkloppen hier. Ja, ja, okay, dann kloppen wir. Nur noch die 1-2 Minuten kloppen wir hier noch. Okay. Wenn dann müssen dann sowieso rausgepottet werden irgendwann, glaube ich. Warum? Ja, weil das alle paar Stunden sich hier ändert, das dieses Auge. Also es gibt hier spezielle Festungen, die halt eingenommen werden müssen. Ich bin schon wieder in dem Ding drin. Ja, ist ja okay, das passt doch. Ach so. Bei der ersten großen Erhöhung halt runter und raus. So. Ich hab ja jetzt nur gesehen, zumindest sah das so aus, als wärst du doch vorbeigeflogen oder so. Deswegen. Okay. So, und hier kann man jetzt halt ein bisschen rumkloppen. Und die Monster geben halt gut, ja, gut AP, EP, na ja, EP weniger. Bisschen AP. Auch nicht viel, auch nicht viel EP. Auch nicht viel China, aber sie können halt Schlüssel droppen. Es ist natürlich hier PvP-Gebiet, das heißt, sie können natürlich jederzeit hier so ein Asmo kommen. Was man zum Auge auf jeden Fall noch sagen kann und muss, es wird nochmal eine extra Folge dann auf jeden Fall dazu geben, wo ich das Auge mal ein bisschen mehr erläutere. Da müssen wir allerdings 758 hinter dir? Jojo. Also hier gibt's auch nochmal 2-3 Questen und die finde ich eigentlich auch gar nicht so schwer zu machen. Die sind eigentlich auch relativ easy. Den dicken lassen wir mal weg, weil der ein bisschen länger dauert. Das wäre eigentlich aber auch kein Problem. Aha, okay.
So. Und hier können halt sogenannte Schlüssel können die halt droppen, ne? Es gibt halt drei verschiedene Schlüssel. Es gibt grün, blau und gelb. Und ja, dann stehen halt hier in diesem Auge halt verschiedene Kisten. Und ja, je nachdem, was du halt für einen Schlüssel hast, kannst du dann halt mit den Kisten dann halt, oder kannst du mit dem Schlüssel dann halt die Kisten halt ganz einfach aufmachen. Also das heißt, wenn du einen grünen Schlüssel hast, hast du eine kleine Kiste, wenn du einen blauen hast, hast du eine größere Kiste. Dort hinten, also kannst du wieder hinten. Ja, ja, das ist eine mittlere, ist auch das, also eine blaue ist das. Ja, ja, genau, das war eine goldene, das war eine goldene schon, weil die ganz riesig war. So, und wie gesagt, hier könnt's halt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kann das hier droppen, und dann gibt es halt noch bestimmte Monster, die halt an bestimmten Stellen spawnen, die sind vorher festgelegt auf jeden Fall. Und die Stellen, die sind dort immer, aber die haben dann halt eine gewisse Spawnzeit von einer Stunde. Also, oh, der Dicke ist immer noch da. Dann machen wir halt noch den Dicken und danach beenden wir auf jeden Fall mal die Folge. Jo, genau. Komm her, Dicker. So, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ja. Ja, auf jeden Fall laufen wir ein bisschen mit dem. Ohne Grind, ohne Kiten wird das hier nichts. Okay. Du kannst ihn auf jeden Fall sehr gut kiten. Also der ist halt, weil er so fett ist. Schnell ist er nicht, genau. Weil es so ein Fettsack ist. Oh. Ja, der ist mir zu langsam sogar. Nee, also wie gesagt, der ist ja wirklich kein Problem hier. Nee. So, und dann gibt es halt auch noch, weiß nicht in welchem Rhythmus, das ist auch sehr, sehr variabel, ist, ja, hier gibt es auch noch einen kleinen Weltenboss, da hat man sich halt beim alten Cap noch immer drum gestritten halt eigentlich, und ja gut, wie es halt so mal, nun mal so ist, ne, Most Damage und so weiter, ne, und entscheidet dann halt über den Loot, und ja, in der Mitte hier von diesem Ding jetzt im Raum des Stadthalters ja, spawnt sozusagen Sunayaka, und Sunayaka hat ja eine sehr, sehr starke, oder droppt eine sehr, sehr starke Waffe, sowie viele, viele Verzauberungssteine, nämlich glaube ich 15 an der Zahl, und ja, wenn du dieses, ja, wenn du diesen Boss sozusagen gelegt hast, meistens konnte man das mit einer 10er oder 15er Gruppe auch teilweise schon machen, wenn die auch gut ausgestattet waren. Oder sogar mit noch weniger Spielern. Und du hast es dort geschafft, den Kill dir dort zu holen. Dann hast du halt einfach mal, keine Ahnung, 15 mal 20 Millionen plus die Waffe halt. Ja, kann man sich halt auf jeden Fall ausrechnen, wie viel das dann halt auf jeden Fall an, ja, an Wert ist, die man halt mit einem einzigen Bosskill halt sozusagen bekommen kann, ne? Oh, hier rennt noch jemand anders mit. Ist das Asmus? Nee, ein Ad. Also, ich hab noch was mitgeholt, ohne es zu merken, wahrscheinlich. Oder nee, so, nee, der ist wieder gespawnt. Das ist gespawnt. Ach so, alles klar. Okay. So. Ja, genau, haut den Kleinen, ich mach den Dicken inzwischen. Oh ja, es fehlt ja nicht mehr viel. So. So. Okay, komm her, ja. Jetzt ist gut. So, da kannst du mal reingucken. Vielleicht hat er ja sogar noch was Schönes gedroppt für uns. Das wäre natürlich cool. Jawohl, ein Accessoire, ja. Edel und Stein. Juhu. Das war's? Ja. Ah, schade. Geizige Sau. Naja, okay, jawohl. Die Folge ist vorbei. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Achso, hier gibt es noch so Banner. Achso, na gut, die sind nicht so wirklich Würf. Egal, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, dem Black hat es auch gefallen. Und ja, lasst ein Feedback da, wenn es euch auch gefallen hat. Und gern auch einen Kommentar oder einen Daumen nach oben oder was auch immer ihr so da zum Gefallen da übrig habt. Und ansonsten gefällt uns das nämlich dann auch. Und ja, tut uns den Gefallen und schaltet jetzt ab. Wir machen nämlich jetzt Pause. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal!